Moin Moin wieder, ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, ihr seht's, ich habe mir die kleine geile Skiles-Packung geholt. Ja, da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Ich hätte geguckt und ja, bei Dice Effects irgendwie 17 Euro oder was. Und ja, die fand ich so cool, weil da kann man ja so diverses irgendwie mitmachen, ne? Entweder auf Panzer kleben oder halt schön Bases irgendwie da mitmachen, wie man hier zum Beispiel sieht. Und ja, geeignet für Warhammer Age of Sigmar und 40k, da habe ich ja Glück gehabt, wenn das jetzt nur für Age of Sigmar gewesen wäre, dann wäre das überhaupt nicht kompatibel gewesen mit meinem 40k-Kram. Aber ja, wir machen das einfach mal auf, gut verschweißt ist es schon mal und gucken da mal rein. Ich dachte, so ein kleines lustiges Unboxing hierzu, ja, kann nicht schaden, weil ich finde das Produkt echt cool. Es gibt ja auch diese Ranken, haben wir ja im White Dwarf gesehen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, den aktuellen, habe ich auch ein Video zu hochgeladen. Könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es noch irgendwie so Blätter und Ranken. Die gibt es auch in diesen kleinen Boxen hier. Aber ich fand das mit den Skulls natürlich um einiges cooler, weil ne, 40k und Schädel muss immer und überall. Kennt ihr ja. So, jetzt müssen wir das Gerät auch erstmal aufkriegen, ohne das allzu sehr kaputt zu machen. 340 Schädel sind da drin. Und halt diese verschiedenen. In den Angaben, die da auch stehen. So, jetzt ist es auch scharf. Genau. Und da gucken wir einfach mal rein, wie die sich da so verteilen. Ich krieg's glaube ich nicht auf, ohne es kaputt zu machen. Ich bin wieder Grobmotoriker, verdammte Axt. So. Huch. So. Und die sind natürlich nicht so, wie sie da aussehen, sondern die sind alle natürlich in Gussrahmen. Und geil. Ja, hier ist auf alle Fälle schon mal ein Arsch voll Schädel. Sehr geil. Also da kann man definitiv die ein oder andere Base mal mitgestalten, würde ich behaupten. Warum ist das so rum? Teils, teils. Hier haben wir auch so ein paar, tja, was soll man dazu sagen? Iro-Schädel, Cyberpunk, sonstiges. Mit langer Mähne hier. Sehr geil. Und dann halt noch so diverses. Sehr geil. Ja, auf jeden Fall cool. Dann halt dieser große Alien-Schädel, der ist glaube ich nur einmal dabei. Und dann gibt es hier noch ein bisschen was Gehörntes. So, ist glaube ich richtig, ja. Und noch mehr Schädel mit Kiefer. Ups, Licht mit Kiefer, ohne Kiefer. Ja. Schick, schick. Okay, also da kann man auf alle Fälle so ein bisschen Schnickschnack und Unwesen betreiben. Finde ich cool. Sonst ist da nichts drin. Keine Werbung, keine Bastelvorschläge. Da hat man ja außen auf der Packung schon ein bisschen was. Aber sehr cooles Gerät. Was heißt Gerät? Sehr coole Packung, finde ich. Preis lässt sich wieder drüber streiten, aber wie gesagt, ja, der Spaß, den war es mir wert. Und da hat man auch ein paar Tage was voll. Ich meine, man kann sie natürlich alle irgendwo verheizen, man kann das auch sehr schön für Geländestücke mal so ein, zwei, drei davon nehmen. Und die einfach mal so an der Mauer an der Mauer rumliegen lassen, so unten. Wo halt dann schon ein paar Soldaten gefallen sind oder im überwucherten Gras dann halt irgendwie noch so einen Helm daneben legen und einen Schädel und ja, finde ich ganz cool. Ja, das war mein super kleines, schnelles Mini-Unboxing von den Citadel Skulls für Warhammer AOS und Warhammer 40k. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen da oder ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.